Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Abenteuer Brettspiele. Ja, diesmal mit einem Spiel, was ich glaube schon vor 2 Jahren auf der Spiel in Essen mir kaufen wollte, aber dann war es ausverkauft auf Englisch. Und ja, so ganz aus dem Kopf gegangen ist es mir nicht. Und jetzt hat der neue Strohmann Games Verlag das Spiel auf Deutsch lokalisiert und herausgebracht. Und ich freue mich sehr, dass ich hier ein kostenloses Rezensionsexemplar bekommen konnte und möchte mit euch zusammen jetzt auf jeden Fall erstmal reinschauen, was bei Formosa Tea ja alles dabei ist. Ja, dann machen wir mal die Box auf. Das ist ein Worker Placement Spiel, was, ja, geht es halt um Tee, wie man schon am Cover auch ganz gut sehen kann und am Namen natürlich erkennen kann. Ja, und dann haben wir hier erstmal die Anleitung, wo wir mal reinschauen können, aber wie man schon sehen kann, 8 Seiten, also ist jetzt schon, auch weil es klein geschrieben ist, schon ein bisschen anspruchsvoller. Ist eben auch das ganze Spielmaterial, ist schon einiges dabei. Und dann hier auch der Spielablauf. Aber es ist jetzt auch kein absolutes Expertenspiel. Ich würde das mal so als Kennerspiel einordnen. Es sind aber doch einige Sachen. Wir haben hier Technologieleisten, Boni. Wir verarbeiten den Tee, stellen den fertig und verkaufen den auch. Das heißt, so alles, was dazugehört, sowohl auf dem heimischen Markt als auch exportieren wir den Tee, dann der Rundenabschluss, das Spielende. Ja, und dann geht es schon los, dass hier auf Seite 7 schon die historischen Ereignisse aufgelistet sind. Also die eigentlichen Regeln sind irgendwie 4 Seiten. Also das ist dann doch mal schauen. Jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich hoffe, es fehlen nicht ein paar Informationen oder Details. Manchmal versuchen die ja auch viele, ja, Entwickler, die machen, versuchen es sehr, sagen wir mal, knapp zu halten und dann fehlen vielleicht ein paar Infos. Dann haben wir schöne Plättchen, die sind schön dick und ja, sehen auf jeden Fall sehr nett aus. Fallen schon hier sehr leicht raus. Aber nichts verlieren hier. Dann auch hier fällt alles schon, es ist sehr schön gestanzt raus. Also eine Menge schöner Plättchen, die natürlich dann sich auch besser legen lassen. Dann haben wir hier, ja, ein Spielertableau nehme ich mal an. Beidseitig, wobei es jetzt auf den ersten Blick schwer zu sagen ist, ob sich hier irgendwas unterscheidet. Müsste man mal schauen. Aber dann hat man hier verschiedene Erntesachen, dann die entsprechende Verarbeitung und wahrscheinlich den Verkauf. Ja, auf jeden Fall viel abgebildet auf diesem Tableau. Um es noch ein bisschen heranzuhalten. Da ist auf jeden Fall einiges drauf. Mal schauen. Natürlich mehr davon. Ich glaube, es sind 4 Spieler ist das Spiel. Und da gibt es halt dieselben Sachen hier immer wieder. Und dann haben wir natürlich, das möchte ich natürlich auch zeigen, das Spielbrett. Ja, das passt auch ganz gut ins Bild hier rein. Wir haben halt die Erntebereiche, wo der Tee geerntet wird. Wahrscheinlich hier auch Handel, das Verkaufen, dann hier verschiedene Schritte, die Arbeiter einsetzt, beziehungsweise Arbeiter-Vorrückbereiche, wo wir dann auch bestimmte Aktionen eben nutzen können, um den Tee dann auch besser zu machen. Ja, ich bin gespannt, sieht auf jeden Fall gut aus. Das Spielbrett ist einseitig, also hat jetzt noch eine zweite Seite. Dann wir uns schön Beute, wo wir dann wahrscheinlich irgendwas rausziehen. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich die Cubes, die halt verschiedene Teesorten oder eben auch verarbeitete Tee-Dinge darstellen. Mal schauen, dann haben wir hier unsere Arbeiter. Ja, relativ einfache Holzmiepel. Dann haben wir noch weitere, könnten vielleicht Vorarbeiter sein oder andere Art von Arbeiter. Noch Marker für jeden Spieler. Und wir haben natürlich auch hier Karten dabei und die Karten, die schauen wir uns auf jeden Fall jetzt nochmal genauer an. Ja, haben wir hier eine Menge Karten, die sind natürlich auch sehr gut nach Jahr oder beziehungsweise übersetzt und dann haben wir ja bestimmte historische Ereignisse. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, weil die in der Regel hier viel Grün haben. Mal schauen, ob man es trotzdem irgendwie erkennt, zum Beispiel die Gründung der Oolong-Tee-Raffinerie. Und dann sieht man auch unten, dass da bestimmte Aktionen wahrscheinlich in irgendeiner Form möglich wären. Das heißt, hier wird es, gehe ich mal von aus, jetzt so auf den ersten Blick zumindest, wahrscheinlich irgendwelche zeitlichen Veränderungen auch im Spiel gibt, die halt dann bestimmte zusätzliche Möglichkeiten bieten. Und da haben wir doch von
1800, in den 60er Jahren geht das hier los, bis 1964, also 100 Jahre rund, die hier umspannt das Spiel. Und dann haben wir hier weitere Karten, auch hier eine etwas andere Bezeichnung. 1, 2, 3, ob das verschiedene Decks sind, die ins Spiel kommen, aber auch hier eine sehr schöne thematische Darstellung auf jeden Fall, die dann halt bestimmte ja, Boni-Aktionen, wie auch immer. Allerdings sind die Werte, wie ich hier auch sehe, teilweise ein bisschen unterschiedlich auf den Karten, auch wenn die Illustration gleich ist, müsste man mal sehen, was das genau bedeutet. Aber hier wahrscheinlich in irgendeiner Form Export, Handel. Wahrscheinlich werden das Karten sein, wo man eben Aufträge erfüllt am Fluss, wo man dann eben Sachen liefert und teilweise eben relativ viel liefern muss hier, aber dafür eben auch viel bekommt. Ja, und dann gibt es noch Charaktere. Ja, schwer zu sagen, ob das jetzt Charaktere sind, die man nutzen kann oder die halt die Spieler entsprechend nehmen und dann nochmal zusätzliche Startboni unten haben. Das könnte Start einfach bedeuten. Und vielleicht auch eine Endwertung. Eben gar keinen Start dafür. Der rechte da wieder Start. Ja, spannend. Sieht auf jeden Fall toll aus. Finde ich sehr interessant. Freut mich, dass ich endlich jetzt Formosa Tea ja, spielen kann. Und danke nochmal an den Strohmann Games Verlag. Und ich werde natürlich dann auch in meinem Blog, in Ersteindruckartikel und auch in meinem Podcast, den ihr ebenfalls auf abenteuer-brettspiele.de findet, über meine Erfahrungen berichten. Und ja, bei dem Hinweis, dann könnt ihr gleich natürlich bei abenteuer-brettspiele.de mal vorbeischauen. Dort gibt es eine Menge Artikel, Reviews, Toplisten, News, Kickstarter-Übersichten und vieles mehr. Und ja, wenn ihr den Kanal hier abonniert, würde mich das auch sehr freuen und gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Das war's für heute und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!